Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei der Destiny Infobase. Mein Name ist Christopher und heute gibt es einen Mini, wirklich einen Mini-Guide zur neuen Pistole oder exotischen Pistole des Teufels Ruin bzw. Devil's Ruin, wie es im Original heißt. Diese Pistole zu bekommen, sage ich euch gleich, ist nicht schwer. Es ist sogar ziemlich einfach und ich lasse meine Meinung zu dieser Quest auch ganz am Anfang gleich durchklingen. Die Quest ist schlecht. Trotz allem, falls jemand da Probleme haben sollte oder nicht mal, falls man da Probleme hat, denn meiner Meinung nach kann man da, glaube ich, nicht allzu viel Probleme haben. Trotzdem, dieses Video hier für alle, die vielleicht gar nicht wissen, dass eine neue Waffe kommt und einfach mal schauen wollen, ja, wie sieht das denn aus? Die Schritte. Also eine zeitverirrte Form ist in der Sonnenuhr aufgetaucht und unsere erste Aufgabe ist es jetzt, um an die Quest überhaupt zu kommen, einen Durchgang der Sonnenuhr auf Merkur zu spielen. Macht einfach alles genauso, wie es hier abgebildet ist. Ihr müsst übrigens nicht den neuen legendären Schwierigkeitsgrad der Sonnenuhr spielen, sondern einfach nur in die normale Sonnenuhr-Aktivität reingehen. Ich hatte in diesem Fall besonderes Glück, denn ich wurde in eine Partie geschmissen, die einfach schon fertig war. Die hatten den Boss gerade besiegt und dann kommt ihr ja hier zurück zur Sonnenuhr und bekommt euren Loot. Und in dem Fall bekommt ihr auch die exotische Quest eben für Devil's Ruin bzw. des Teufels Ruin. Seht ihr hier, also ganz einfach einmal durchspielen, dann bekommt ihr das als Loot. Und dann müsst ihr zum Turm fliegen, zu Saint 14. Der spricht nochmal mit euch und schickt euch zum Dämmerbruch in die ETZ, also geht ihr auf die Erde, in die ETZ, da habt ihr ganz links unten jetzt einen neuen Punkt, wo ihr draufklicken könnt und hier habt ihr eben eine PvP-Map, eben Dämmerbruch und hier gibt es keine PvP-Gegner, sondern einfach, ja, Roboter sozusagen, die ihr finden müsst, Roboter-Gegner, ganze 10 Stück müsst ihr finden. Und wo die sind, an welchen Positionen, das blende ich euch jetzt eben nochmal ein, beziehungsweise lasst das durchlaufen. Ich mache nur ein klein bisschen schneller, damit ihr es einigermaßen nachvollziehen könnt, beziehungsweise pausiert dann einfach auch oder spurt zurück. Und ja, ich zeige hier, wo jeder Gegner erstmal liegt und dann hören wir uns gleich gegen Ende des Videos nochmal wieder. Liebe Freunde, und wenn ihr diese 10 Gegner gefunden habt, dann ist es tatsächlich schon vorbei. Dann habt ihr die Waffe des Teufels Ruin, eine exotische Pistole, wie ich bereits erwähnt habe, mit Solarschaden. Die ist gegen unaufhaltsame Champions vor allen Dingen sehr, sehr gut. Und ich finde die Waffe an sich, wie gesagt, auch gar nicht schlecht.
Vor allen Dingen dieser Laserstrahl, wenn man lange drauf drückt, der ist sehr interessant. Eine durchaus kleine, nette Waffe, muss ich im PvP mal noch austesten. Vielleicht kommt da noch ein extra Video zu. Ansonsten, ja, für diejenigen von euch, die die Quest schon gemacht haben oder noch machen werden oder jetzt gesehen haben, wie sie geht, ist ja nicht allzu lang gewesen. Gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare, denn wie gesagt, ihr hört es an meiner Stimmlage vielleicht so ein klein bisschen, dass ich eventuell etwas enttäuscht bin von dieser Quest und hier sitze und mir denke, what the fuck, Bungie? What just happened here? Okay, und damit sage ich guten Loot im Licht des Reisenden.